Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Game of Robot Teil 4. Und ja, mir ist eben etwas aufgefallen. Und zwar gab es doch irgendwo noch diesen Hinweis, dass wir unter der, ich glaube, da stand unter der Halle der vielen Segmente oder so. Und ich hatte unter da als südlich interpretiert. Ja, macht ihr das auch immer, wenn ihr auf der Karte sagt, wo ist irgendwas, dann sagt ihr einfach, da, das ist da drunter, das ist da links und so, anstatt Norden, Süden, Osten, Westen. Unter der Halle der vielen Segmente könnte natürlich heißen, nicht in dem Raum südlich von hier, sondern wahrscheinlich, also wenn das da wirklich stand, könnte das hier dieser Keller gemeint sein. Und hier ist mir tatsächlich was aufgefallen. Da ist ein Gegenstand, der mir nichts sagt. Ich habe auch noch nicht geguckt, was es ist. Wir gucken jetzt mal. Ein bioelektronischer Einschub, wo der... Ah, okay, das ist auch wieder ein Einschub. Ich dachte, das wäre so ein... Keine Ahnung, das sah aus wie so ein Goldnugget oder so. Ja, cool, dann gibt es da wieder einen Einschub. Den sollten wir uns auf jeden Fall holen. Da gibt es auch einen guten Roboter, ne? Ja, mit dem sollten wir sprechen und wir sollten auch mit den guten Robotern in dem auf dem Platz der vielen Wege sprechen. Jetzt muss ich hier mal CDAC und CCBB. Okay, das kriegen wir uns hoffentlich gemerkt. Message 7CDAC. Message 7CCBB. Ich bin schon sehr gespannt, wie weit wir heute kommen. Weil die kann einem zum Glück nichts tun. Also man kann bei der gar nicht sterben. Wenn man sie selber befreit hat, dann... Ja. Gibt es natürlich auch zwei Energiestationen. Wieder jetzt die Frage, welche davon macht man aus, welche nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob es irgendwelche Anzeichen gibt. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie in diesen Blinklichtern. Ja, diese Dinger hier. Diese Ladungssichtlungen zeigen die Aktivität einer Energiestation. Solange es hier blitzt und blinkt, ist die Station noch aktiv. Also ich hätte halt gern irgendein Anzeichen dafür, welches die guten, also die positiven und welches die negativen sind. Ach nee. Ja, wir legen hier mal kurz irgendwas ab. Reden wir vielleicht erstmal mit ihm hier. Was? Hatte ich der gute Roboter wohl nicht rechtzeitig gesehen? Sind wir... Machen wir nochmal. Ich will jetzt im Moment keine Leben verlieren. Also Message 7 CDAC. Message 7 CCBB. Man kann bei denen halt sterben, wenn man in sie reinläuft. Vielleicht bin ich aus Versehen auf das Feld gelaufen, als der schon auf dem Weg auf das Feld war. Dann passiert das. Wir bleiben einfach stehen. Dann soll das klappen. Ja. Roboter gibt dir für diesen Gegenstand. Den will ich zwar eigentlich nicht, aber es kann ja sein, dass er mir danach noch irgendwas gibt, oder? Ach, der gibt einfach das Zeug, was er eingesammelt hat. Jetzt hat er nichts mehr, oder? Oh, und jetzt redet er auch nicht mit uns. Jetzt redet er einfach nicht mit uns. Das hatte ich auch noch nie. Okay, nee, dann lohnt er sich nicht. Dann machen wir das Ganze nochmal. Message 7 CDAC. Message 7 CCBB. So, und dann holen wir uns halt nur den Einschub. Den. Was machen wir hier noch?
Ich weiß nicht, ob wir Energiestationen noch abschalten sollen. Wir können es ja mal versuchen, ob der. Also ich glaube, ein Zeichen, ob es richtig war oder nicht, ist immer der PC, ob der PC noch läuft oder nicht. Versuchen wir es mit dieser Station hier. Wo haben wir noch Verdoppler? Ja. So, die hätten wir ausgeschaltet. Gucken wir mal, ob der Computer noch geht. Leider bleibt der Bildschirm des Terminals dunkel. Offensichtlich wurde eine positive Energiestation deaktiviert. Okay. Wissen wir Bescheid? Die da oben ist positiv. Probieren wir es also mit der anderen nochmal. Ist jetzt doof, weil das müssen wir jetzt ganz oft machen. 7 CDAC Message 7 CCBB. Müssen wir jetzt ganz oft machen hier. Also, wir wollen das Ding. Dann müssen wir nicht mehr nach oben, ne? Dann kann ich das auch wieder zugehen lassen. Und hier. Das war grün, ja. So, jetzt hätten wir die auch noch deaktiviert. Und gucken wir noch mal. Computer. Okay. Ich hoffe, das war richtig. Das, was mich immer noch ein bisschen beunruhigt, ist, dass es doch drei Arten von Energiestationen gibt. Also positive, negative und neutrale. Und ich denke, irgendwo stand, dass man nur die negativen abschalten darf. Vielleicht ist es jetzt aber so, dass der Computer nur ausgeht, wenn man eine positive abschaltet, was da auch stand. Ja, offensichtlich wurde eine positive Energiestation abgeschaltet. Das heißt, vielleicht war die, die ich gerade abgeschaltet habe, neutral. Ja, dann geht der Computer nicht aus. Aber die neutralen darf man, glaube ich, auch nicht abschalten, so wie ich das bisher verstanden habe. Ja, hoffen wir, dass das nicht zu einem Problem wird. Und ansonsten, ich glaube, dann sind wir ja fertig, ne? Den Einschub haben wir jetzt eingesammelt. Ja, da ist er. Oh, wir haben aber noch eine ganze Menge Einschübe jetzt. Dann. Okay, gehen wir mal wieder. Ah, eine Sache hat mich der Falco GER noch darauf hingewiesen. Ich habe so viele von den Lochkarten. Die soll ich doch mal ablegen. Ich glaube, die wiegen nicht so viel, aber. Ach. Nee. Mensch. Okay, hier beleben. Obwohl der Roboter so langsam ist. Simpel an ihm gestorben. Na, geht da noch einen Schritt? Ja. Och man. Okay, danke. Ich glaube, es wird auch wieder Zeit, dass wir Chips sammeln. Denn wir wollen ja gleich eine ganze Menge. Noch eine ganze Menge gute Roboter fragen. Ich wusste, dass da einer ist.
trotzdem vermasselt. Okay. Um die Tür hatten wir uns zum Glück letztes Mal schon gekümmert. Ah, ein wichtiger blauer Einschub. Zylinder. Die sind im Moment. Na, den locke ich in die Zäune. Huch, der ist schnell losgelaufen und hat dann erst gemerkt, ach, ich bin ja ganz langsam. Es sind ja ganz viele. Komm, lauf nicht da rein. Habt ihr es gesehen? Der ist. Den ersten Schritt hat er noch schnell gemacht und dann ist ihm eingefallen, ach, ich muss ja langsam laufen. Es sind ja ein paar Energiestationen aus. Dieser Simulant. Da oben noch zwei Chips. So, wir müssen die andere Treppe da nehmen. Dafür müssen wir einen Teleporter nehmen, ne? Okay. Aber wie stellen wir dann fest, ob die gut war oder nicht? Ach Mann, das ist mir jetzt gerade egal. Okay, die haben wir jetzt auch abgeschaltet. Wo ist jetzt der nächste Computer von hier? Wir kommen jetzt leider nicht mehr zurück. Ah, wir müssen den sowieso besiegen, okay. Oh, der ist so langsam. Ist er noch langsamer als eben? Das wäre ja jetzt relevant. Ja, wir laufen einfach mal weiter. Ah, okay. Hier gab es uns nichts. Ah, hier gab es, glaube ich, einen Computer. Kann man da noch gleich hin? Müsste man den Teleporter nehmen. So. Ja, der läuft noch. Müssen jetzt nur den Androiden besiegen. Und da oben noch ein Zylinder. Sehr gut. Okay. Das hätten wir auch. Zylinder nehmen wir mit. Und Munition. Ach, das war unnötig. Okay, jetzt haben wir wieder genug Munition. Und noch ein paar Chips. Und hier sind auch noch ein paar Chips. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir wollen jetzt wieder. Also wir haben jetzt den Einschub dabei. Wir haben sogar noch zwei Energiestationen abgeschaltet, die zumindest nicht positiv waren. Könnte sein, dass wir jetzt alle relevanten Energiestationen abgeschaltet haben, oder? Das heißt, es könnte jetzt sein, dass wir. Oh, Verdoppler sind jetzt auch wichtig. Ah ne, sind es gar nicht mehr, ne? Also wenn wir jetzt fertig sind mit dem Abschalten aller Energiestationen, dann sind Teleporter ja quasi nicht mehr wichtig. Moment, seit wann steht das Ding denn hier?
Das kommt mir gerade komisch vor. Oder kann es sein, dass wir irgendwie... Wir haben bestimmt wieder neu geladen. Vielleicht steht das da immer von Anfang an. Und dann haben wir wieder neu geladen. Und ja. So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich kämpfen, ne? Sagen, das hier machen wir mit dem Tannenbaum. Ach. Aber da gibt es halt gleich einen Tannenbaum, ne? Huch, den ersten Schritt hat er auch wieder schnell gemacht. Okay, brauchen wir gar keinen Tannenbaum, die Tür ist auf. So. Ach, wir wollen ja. Huch, da oben. Ja, anscheinend laufen wir bei diesem Speicherstand gerade den Weg hier zum ersten Mal. Und da oben ist Schlüssel 14 zu sehen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, das glaube ich immer so, wenn ein Roboter diesen Gegenstand verkauft. Ja, guck mal jetzt da oben auf Schlüssel 14, wenn ich jetzt Enter drücke. Ach, er hat ihn eingesammelt. Ach so, okay. Ich dachte, okay, dann ist es wohl doch kein Bug. Ich dachte bisher immer, es ist ein Bug. Dass da statt dem Roboter Schlüssel 14 zu sehen ist, am Anfang, wenn der ihn verkauft, aber es scheint so zu sein, dass der da einfach liegt und der Roboter ihn dann einsammelt. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Ich weiß blöderweise diese Kombination nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob wir sie uns je angeguckt haben. Da unten ist ein Weg. Ja, gibt viele Wege hier. Auf dem Platz der vielen Wege. B, C, D, C. Ach nee, ist egal. Wir nehmen jetzt die Säure. Dann müssen wir halt nur einmal laufen. Ist besser. Das war B, D, B, C. Okay. Ich will mal ganz kurz hier hingucken, was jetzt hier für eine Meldung kommt. Keine Meldung. Also wenn jetzt keine Meldung kommt, vielleicht gehen wir einfach weiter, oder? Dann müssen wir vielleicht diese guten Roboter hier gar nicht mehr fragen. Aber wir nehmen wahrscheinlich die andere Tür. Mal hier lang. Also wir kommen jetzt. Wir müssten doch jetzt hier auf diesem Bildschirm eigentlich bis zu dieser Energiestation kommen. Das wird bloß wahrscheinlich ein ziemliches Gerenne, oder? Weil wir diese ganzen Türen. Diese ganzen Türen jetzt immer.
öffnen. Kann das sein? Haben wir irgendwo einen Kartenleser hier? Ich sehe jetzt hier keinen. Ich sehe hier einen Computer. Okay, wir könnten immer wieder zu diesem Computer hier laufen. Und das hier ist aber nicht der richtige Weg, oder? Wir müssen den anderen Eingang nehmen. Okay.